Aktiv 500 von 500, Lade statt Lade, Dings, okay. Wieso verlieren wir Energie? Wieso verlieren wir gerade Energie? Wieso verlieren wir Energie? Weil nicht genug drin ist? Aber hier steht doch Ladestand 500 von 500. Verstehe ich noch nicht so ganz, warum wir Energie verlieren. Naja. So, Scanraum wollte ich mal gucken. Scanne. Okay. Kalksteinbrocken. Scannen abbrechen. Wir können ein bisschen... Was brauchen wir denn? Oh, Wrack wäre geil. Wrack wäre cool, wenn er das scannen würde. In der Nähe. Ja, das haben wir ja schon, glaube ich. Beschleunigermodul. Haben wir das eingebaut? Warte mal, was haben wir denn hier drin? Reichweite. Oh, Beschleuniger. Da müssen wir das mal bauen. Dann würde ich sagen, bauen wir das erstmal. Das Beschleunigungsmodul. Was brauchen wir denn dafür? Lass mal gucken. Wir brauchen für den Scannenraum... wo haben wir es denn? Lichtstab. War das hier? Frachtmodul. Ach krass, ein kleines Frachtraum, kompatibel mit der Seemotor und Krebs. Krass, das ist ja geil. Oh, das brauchen wir auf jeden Fall. Hier, Beschleunigungsraum. Silbererz und Gold. Silbererz und Gold haben wir. Silbererz und Gold. Nehmen wir mit. So. Dann muss ich das... Das baue ich, glaube ich, mit dem Dings, oder? Wie baue ich das denn? Das baue ich, glaube ich, am Tisch, oder? Nein, das baue ich nicht am Tisch. Wo baue ich das denn? Oder baue ich das da? Ach, das baue ich hier, ne? Stimmt. Oh, guck mal, wie viele Module schon. Ah, was grün ist, das haben wir schon entdeckt, oder was? Ach, krass. So, hier Beschleunigungsmodul. Okay, wir füllen aber wieder auf die Energie irgendwie. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. So, hier. Erweitert. Können wir denn noch... Also, wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Erweiterung einbaue, geht's denn dann noch weiter? Überträgt Scanraumdaten an die Sichtfeldanzeige. Das ist auch geil. Was brauchen wir denn dafür? Ah, Computerchip und Magnerit, okay. Kupfererz und Magnerit. Magnerit haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Aber, warte mal, wo sind wir denn? Wir sind in der Mitte, oder was? Also Richtung... Was ist denn Norden, Süden? Ist das so? So wie ich stehe? Kann ja auch. Okay, es muss so sein. Also das ist Westen. Das heißt Richtung... Das scheint ja etwas tiefer zu sein. Das nicht. Also Richtung... Richtung Nordosten ist noch was. Müssen wir behalten. Aber erstmal Pimp My Ride. So. Richtung Nordosten. So, was brauchen wir denn jetzt alles? Frachtmodul. Mal gucken, ob wir alles haben. Alles parat haben. Also den Frachtraum hätte ich auf jeden Fall gerne. Wir haben vier Plätze, ne? Tiefe, Tauchen wäre auch schön. Titanbarren und Glas. Titanbarren und Glas. Und das Sonar... Das Abwehrsystem, aber Polyanilit haben wir, glaube ich, noch nicht. Das ist auch cool, da lädt sich die automatisch auf. Emailliertes Glas und erweiterte Kabelsatz. Da brauchen wir, glaube ich, die erweiterte Bank. Das kriegen wir, glaube ich, noch nicht hin. Auch cool. Haben wir, glaube ich, auch nicht. Rumpf wäre natürlich super. Also machen wir jetzt erstmal dreimal Titan und einmal Lithium. 1, 1, 2, 3 und einmal Lithium. Lithium, hier ist Lithium, ne? Da, Lithium. Oh, ich habe sogar... Oh, Magnerit habe ich sogar einmal. Wofür brauchen wir nochmal Magnerit? Ich wollte mal gucken. Ich
frage mich, ob der das dann erweitert, wenn ich das nochmal baue. Kupfererz und Magnerit. Ich baue das nochmal. Ob der dann nochmal erweitert? Also wenn wir zweimal dasselbe Modul drin haben? Magnerit und Silbererz war das, ne? Nee. Und, ach nee. Kupfererz, Entschuldigung. Magnerit und Kupfererz. So. Das haben wir ja nur einmal gefunden. Würde ich jetzt mal... Oder brauchen wir das für was anderes? Ich guck mal vorsichtshalber nicht, dass wir es für was anderes gleich brauchen. Hier, zweimal. Haben wir eh nicht. Ist so nah. Deswegen, also, müssen sowieso gucken, was wir bauen können, was nicht. Wir müssen auch gucken, wo wir Magnerit herkriegen. So. Mal gucken, ob das funktioniert, was ich davor habe. Wenn ich das jetzt nochmal da reinsetze. Was ist das hier? Gen-Raum-Beschleunigungsmodul. Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit des Gen-Raum-Einrichtungen. Vergrößert das Gen... Ach, die Arbeitsgeschwindigkeit ist das. Hä? Ja doch, Reichweite, Reichweite. Und das ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Okay, zweimal Reichweite. Können wir mal ausmachen. Und nochmal neues Scannen. Geht der dann noch weiter? Weil da war ja... Ne, warte mal, wo war denn das jetzt gewesen? Richtung Nordosten, ne? Da war ja was gewesen. Das dauert also ein bisschen. Dann lass mal gucken, dass wir für die Seemotte nochmal hier zum Beispiel einen Frachtraum oder so bauen. Das wäre ganz cool. Dazu brauchen wir was? Dazu brauchen wir... Ach, haben wir sogar. Lithium und dreimal Titan. Das bauen wir wo? Nicht hier. Feuerlöscher? Ja. Wo baue ich das denn? Wo baue ich denn diese Sachen? Haben wir nicht hier so eine Basis, so eine Fahrzeugstation? Ah, hier. Da ist die Fahrzeugstation. Können wir nicht hier irgendwie was... upgraden? Klettern? Ah, hier. So. Fahrzeuge. Zyklop, unbekannt. Okay. Hä, aber wie upgrade ich denn? Oder mache ich das bei der Seemotte? Ah, oder brauche ich da auch den Tisch für... diesen erweiterten Bautisch. Kann das sein? Welcome aboard, Captain. Kann das sein, dass man einen erweiterten Tisch braucht für? Warte mal, Datenbank, Baupläne, Fahrzeuge, Seemotte. Ah ja, stimmt, das stand ja in der Beschreibung, ne, dass man da, dass das erweitert wird. Quasi der Bau davon. Ja, was machen wir denn jetzt? Damit weiß ich gar nicht, was man damit anfangen kann. Kann ich das hier einpflanzen? Das geht nicht. Hier vielleicht? Nee, es geht auch nicht. Nee. Hm. Wofür brauche ich das dann? Trinken. Das heißt, ich pack das mal wieder zurück, wenn wir es nicht brauchen. Und wir sollten auf jeden Fall nochmal Wracks untersuchen gehen. Also nochmal scannen gehen. Die Blume packe ich mal aber organisch rein. Wenn die hält. Geht gar nicht. Weiß nicht, warum wir den Samen nicht, So, das schmeiße ich mal weg. Das schmeiße ich in den Bioreaktor. Ich frage mich, warum wir vorhin Dings verloren hatten. Ich frage mich, warum wir
Warum wir vorhin Energie verloren haben. Naja, ist ja egal. Erstmal. Kümmern wir uns später drum. So. Okay, die Karte hat ein bisschen gescannt, aber es sind genau dieselben wieder, glaube ich, ne? Ja. Also die Reichweite ist jetzt nicht weitergegangen, glaube ich. So, hier ist die Mitte, hier sind wir. Sieht man jetzt schlecht. Also zwischen, ja, genau zwischen Norden, zwischen Nordosten und Osten. Zwischen Nord... Gucken wir mal, ob das stimmt. Achso, ich wollte Dings mitnehmen. Warte. Warte, 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 warte. Es fehlt noch was. Und zwar den Seegleiter würde ich gerne aber mitnehmen. Der ist Ladestand 25%. Eine Batterie nehme ich mit. So. Zwischen Nordosten und Osten, ne? Also genau da die Richtung. Dann lass mal schauen, ob wir da einen Wrack finden. Welcome aboard, Captain. Welcome. Oh, aua. Also in die Richtung soll ein Wrack sein, ja, sagst du? Warte mal. Wo ist das Schiff? Das ist aber nicht das, ne? Oder? Oder das ist bestimmt das hier, ne? Aber hier waren wir schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann zwar nochmal gucken, was wir hier scannen können. Gravitationsfalle? Haben wir doch schon, oder? Haben wir schon. Verkaufsautomat? Was? Bitte was? Ein Verkaufsautomat? Natürlich. Ein Gabelstapler. Den will ich scannen. Ich will den Gabelstapler haben. Warum kann ich den nicht scannen? Ich habe irgendwas eingesammelt. Irgendwelche Proben. Keine Ahnung. Also war ich hier doch noch nicht überall gewesen. Abfalleimer. Den brauche ich unbedingt, den Abfalleimer. Definitiv, damit ich auch Sachen wegwerfen kann. Ja, sehr schön. Dann haben wir das hier auch. Dann düsen wir mal weiter. Ah, Moment. Bevor ich jetzt hier losfliege, oder schwimme, muss ja unsere... hallo? Wo ist unsere Rettungskapsel? Hallo, ich bin verloren. Ah, ich hab's gar nicht gesehen, weil es blau ist. Soll es vielleicht andersfarbig machen? Vielleicht rot. Dann sieht man es ein bisschen besser unter Wasser. So, und zwar würde ich gerne einmal essen. Essen und Trinken mitnehmen. So, zack, komm her. Einmal essen und trinken. Den können wir nicht mitnehmen. Noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann. Ein Bumerangfisch, komm her. Wie ein Bum, 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 Bumerang. Schnabuliere ich dich gleich an mich ran. So. Rein in die Hülle. Gut. Wir tropfen. Ich bin ganz feucht. Aha. Entschuldigung. So. Erstmal schön Nahrung. Da, 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 da. Wow. Was war das für ein, was war das für ein Vieh? Was es da angesprochen hat. Where are you? So, trinken. Dann brauchen wir nichts aus dem Vorrat nehmen, weil wir ja eh schon gerade hier, zeige. Ausrüstung? Achso, ja, nee. So, dann lass mal essen. Essen, 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 essen. Trinken und voll. Und wir nehmen zwei Wasserflaschen mit. Vorsichtshalber. Ne? Ich würde gerne einmal hier wechseln. Und zwar das Reparaturwerkzeug bleibt. Das Bauwerkzeug können wir rausnehmen. Dafür würde ich gerne hier den hier drauflegen. Das Bauwerkzeug kann hier bleiben. Das brauchen wir gerade nicht. Das können wir einfach hier lassen. Titan brauchen wir auch gerade nicht. Das haben wir gerade gesammelt. Was auch immer das andere ist. Nein. Was auch immer das hier ist. Nicht funktionsfähig. Nicht funktionsfähig. Sieht aus wie ein Kaffeeautomat.
Ich lagere das mal ein, da können wir immer noch gucken. So, habe ich das? Ja, habe ich. So, ich entschuldige mich dafür. So, los geht's. Jetzt aber auf in die Tiefen wieder. Wir müssen wieder ein bisschen forschen. Und jetzt repariere ich nochmal eben schnell das Schiffchen. Nein. Ich drücke immer die falsche Taste. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, jetzt aber. So, Richtung Nordost und Osten zwischen dem Dings durch. So, hier kommen die Wrackteile. Ich würde gerne mal genau, dass wir quasi jetzt hinter dem Schiff kommen. Also erstmal Richtung Norden oder Nordosten. Und dann quasi um das Schiff rum, sodass wir dann da die Richtung neue Sachen holen. Also sprich, vielleicht neue Wracks entdecken oder so. Guck mal, hier sind auch schon wieder Wrackteile, wo wir wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht alles gescannt haben. Können wir uns ja mal angucken. So, aua. Das ist nicht zum Scannen. Da vielleicht. Ich hasse die Viecher. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Seegleiterfragment haben wir schon. Wir haben den Seegleiter schon. Da drunter ist auch was, aber da ist auch so ein Vieh. Deswegen lassen wir es mal. Was ist das hier Schönes? Kaffeeautomat, natürlich. Klar. Warum denn nicht? Ich will nichts Schöneres, als wie einen frischen Kaffee unter Wasser trinken. Deswegen brauche ich auch die Coffeebox. Die brauche ich unbedingt. Also ohne, ganz ehrlich, ohne Coffeebox geht gar nicht. Also ohne Coffeebox ist hier out of order. Ich wollte mal eben gucken, geht's? Kann ich? Warte mal eben, ganz schnell, mal eben schnell. Entschuldigung. Ach, hier ist Soundeinstellung. Guck mal. Umgebungslautstärke. So. Kann ich? Geht nicht. Dachte, ich kann vielleicht den Cursor ausstellen. Aber geht nicht. Aber schön. Hätte ich gerne. Die Coffeebox. Jetzt wird es auch noch dunkel. Super. Was? Scannen. Dann scannen wir das mal. Haben wir noch nicht. Adrige Nessel. Adrige Bettnessel. Was ist das hier? Ah, haben wir schon geplündert. Das ist... Gravitationsfragment haben wir schon. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, soweit alles. Wir haben Licht aus bei Seemotte. Wir müssen mal Licht anmachen. So. Wir waren Richtung Nordosten unterwegs, ne? Oder? Ja. Damit wir an dem Riesenschiff vorbei... Ich meine, so ein Teil hat uns, glaube ich, angesprochen beim letzten Mal. Where are you? Ich meine, sowas war das. Bin mir aber nicht sicher. Kann mich auch irren. So. 55 Energie noch. Wir haben ja noch eine aufladbare Energiezelle bei uns. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir vorbei sind. Aber tiefer tauchen mit der Seemotte wäre schon nice, ne? Was ist das denn da? Huch. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das? Eine Kapsel, die abgestürzt ist? Da komme ich aber nicht rein, oder? Ich würde gerne hier rauf, hallo? Komme ich hier rauf? Okay. Raubtier Täuschkörper. Integrating new PDA data. New PDA data, das ist super. Okay. Dann lesen wir doch gleich mal PDA data. So, Ausrüstung. Raubtier-Täuschkörper. Gut, ist klar. Dieses fortgeschrittene Gerät ist eine Allzwecklösung zum Nachahmen des Verhaltens von Lebewesen zur Forschung oder zur Ablenkung von Raubtieren. Erzeugt Vibrationen, verwirbelt Luft und Wasser und gibt zufällige hochfrequente Geräusche von sich, um ein Leben des Organismus nachzuahmen. Kann per Hand oder per kompatiblen Zyklopentauchboden ausgesetzt werden.
Eine kleine eingebaute Batterie sorgt für begrenzte Lebensdauer. Was steht da unten? Lockt Raubtiere aller Art an. Okay. So, Datendownloads. Überlebende Auroren. Rettungskapsel 4. An die Altrera-Besetzung. Landung in einem Gebiet signifikanter fremdartiger Aktivität. Begegnung mit Raubtieren in Levatan-Größe. Höchst aggressiv. Spektroskopscanner hat Artbezeichnung Chelikeraptus zugeordnet. Ein Exemplar versuchte die Rettungskapsel zu schlucken und versuchte dabei erhebliche Schäden, verursachte erhebliche Schäden. Einzig machbare Möglichkeit ist, die Absturzstelle der Auroren abzusichern. Ich habe eine Datenbox mit Täuschungskörperdaten abgerufen und genügend Ressourcen, um ein paar davon herzustellen. Es dauerte länger zu schwimmen, als ein Täuschungskörper arbeitet, aber es sollte gerade genug sein, um sie zu beschäftigen. Wenn sie mich nicht an Bord des Schiffes finden, habe ich mich vermutlich verrechnet.